So Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt vor ein neues Video von mir, liebe Freunde. Heute geht es darum, lohnt sich das Penka auch zu kaufen oder nicht. Darum geht es heute um die Vorteile, die ihr habt, wenn ihr nach Penka auch habt und so weiter und so fort. Da erkläre ich euch heute ein Video. Also falls ihr das interessieren sollte, lohnt sich das Penka auch oder lohnt sich das Penka auch nicht zu kaufen. Ich war gar nicht lohnt sich und ich zeige euch jetzt auch die Vorteile, die ihr gar nicht habt. Punkt Nummer 1, ihr könnt hier in den VIP-Bereich hier rein. Da wollte ich euch gleich hier noch keinen. Da könnt ihr dann, wo ist das hier, mal hier gucken, wo er hier wieder ist, Leute. Ja, ich verlaufe mich hier in Casino immer. Ach, könnt ihr in den VIP-Bereich rein. Wo ist der? Hier ist der VIP. So. Ach, mal könnt ihr hier in den VIP-Bereich rein, dann könnt ihr euch, wenn ihr gepunkt gekauft habt, könnt ihr hier gekonkerten und ja, in den VIP-Bereich könnt ihr mehr gekonkerten und als in den normalen Bereich. Also von daher, deshalb lohnt sich das jetzt aber meiner Meinung nach nicht. Nur, dass ihr hier mehr gekonkerten könnt und mehr gewinnen könnt, lohnt sich aber deshalb nicht zu kaufen, gar nicht mal. Aber es gibt noch andere Vorteile, die ich euch gleich zeige. Und Giges Pencock, das findet man hier auf Giges schöne Webgag. Ich guck mal, wo es zu kaufen gibt. Hier auf Webgag und hier kann man Pencock kaufen. Ich habe ja Pencock kombiniert. Ich kann mich nicht sagen, wie teuer das ist. Ich glaube, das billig glaube kostet 1.500.000 Kaugen. Ich glaube, das billig Pencock glaube kostet 1.500.000 Kaugen. Glaube ich. Bin mir aber gar nicht sicher. So. Dann kann ich euch mal machen, hier wo alles. Dann gehen wir mal in meinen Penkauch und kann ich euch gar machen, gar wo alles machen kann. Weil ich kenne mal gar nicht, ich hier gleich aufwache, im Penkauch alles machen kann. Und ja. Wie gesagt, ihr habt den King, denke ich mal, gelegen, die Vorteile, wenn er einen Penkauch hat. Und ja, dann gehen wir erstmal in meinen Penkauch rein, wo ich mal gar nicht. Und gucken wir mal gar einfach, was Gago machen können. Auf alle Fälle, Leute, warte ab. Ich zeige euch alle Vorteile, die es davon gibt. Und ja. Go, gibt bei hier. Okay. Hier. Penkauch. Hier. So, ab nach oben. Ab in meinen Penkauch. Und dann kann ich euch mal auch an Gago alles machen kann, liebe Folgen. Dann kann ich euch gleich mal, was an Gago alles machen kann. Jetzt lag es natürlich wieder. Ist normal, dass es wieder lag, aber nein, YOLO. So. Und jetzt lag es und lag es wie immer. So, jetzt kann bei hier meinem Penkauch angelangt. Nach dem Weg auch kann. Boah, Penkauch, was kann ich denn hier machen? Ja, auch man kann das die Geigen hier noch ändern. Man kann hier noch. Wo ist das hier? Wo war das denn? Irgendwo kann man das hier machen. Ah, hier. So, hier könnt ihr jetzt noch ordentlich Figuren und alles hinpacken. Koch geht natürlich gekonnt wieder, aber naja. Da können wir natürlich noch ein bisschen schöner hier machen, alles. Und das finde ich natürlich mega geil, dass man das hier irgendwie einrichten kann. Was ich gucken, Highlight finde, weil man kann das hier alles einrichten, wie er das haben will. Und das finde ich natürlich gut. Natürlich muss man dafür natürlich wieder gekonnt bezahlen. Ja, man muss das Bargeld in gekonnt einkaufen und dann kann ich hier alles wunderschön machen. Das finde ich natürlich mega geil. Dann kommen wir mal kurz Telefon, was es hier gibt. Das kann Gago alles machen. Hello, sir. How can I be of help today? Natürlich können wir eine Parky verangalken. Geparky können wir verangalken. Dann können wir natürlich die Puchfrau am Vorgang, dass die hier mal sauber macht. Und dann können wir natürlich Kampagne am Vorgang. Kampagne können wir am Vorgang, Gepuchfrau und Geparkifeichen. Und ja, ich und natürlich kann ich den Parkshop jetzt auch noch am Vorgang, dass er dann. Ach, der Parkkorb ist kein Auto bin. Parkikorb frag ich kaum. It'd be my pleasure to arrange that for you. So, dann mach ich mal Parky gleich, ich mach keine Wachkargo abgeben, wenn ich geparkt hier. So, jetzt ist gleich geparkt, Leute, ihr geht gleich Wachkargo abgeben. So, jetzt haben wir hier geparkt gemacht und ihr geht Wachkargo abgeben. Das ist geparkt. Penkauch Parky.
Da könnte ich irgendwie auch empfehlen, ich als Kirchgebirge gehen guckt. Ja, ich hab hier noch Bar hier. Wo ich verkaufen könnt. Ja, gar nicht geparkt, die ich hier verangehalten kann im Penkoch. Da könnte ich hab ihr auch euren eigenen Figur hier. Ich halte euch mal. Den haben wir hier noch gegen keinen Heinz Ocko. Der kriegt keinen eigenen Figur, den wir gerne bekommen, wenn wir einen Penkoch haben. Und hier können wir einen Kochenloch die Hage machen. Ich glaube, gar Fuch kriegt ihr auch noch nicht. Wenn ihr einen Penkoch habt, bekommt ihr auch einen eigenen Figur in Penkoch. Und da könnt ihr euch keinen Kochenloch die Hage machen. Da müsst ihr wirklich 0 Dollar bezahlen, das ist das Highlight. Dann könnt ihr natürlich euch noch einen Bark und alles machen. Da könnte ich auch alles von 0 Dollar, was natürlich geil ist. Ja, aber also dann kommen einige Vorteile, wie ich gerade mache. Dann kann hier noch die Macht ändern. Natürlich kann ich alles hier von 0 Dollar machen. Und ich muss gar von 0 Dollar, Leute. Ist gar ein Highlight. So, dann brauche ich mal gar nicht. Wir gehen mal wieder vor der Kühe, Leute, und zeige euch noch mehr Vorteile. Was es hier noch gibt. Und natürlich habt ihr hier Vorteile durch. So, dann brauche ich mal gar nicht. Wir gehen mal rauch hier, Leute. Und ich zeige euch mal die Vorteile, die ihr noch gut machen kann. Was könnt ihr noch gut machen? Natürlich, wenn ihr euch einen Penkauf gekauft habt, bekommt mir natürlich die necke Game hier. Die heißt Mich Beka, wo ist die Mich Beka, Mich Beka, Mich Beka. Ah, hier, Mich Beka. Dann könnt ihr Mich Beka anrufen. Und über Mich Beka habt ihr noch Vorteile. Hey, how can I help? Ach, könnt ihr, wenn ihr wirklich kein Auto habt und kein echt Neuanfänger habt, kein vernünftiges Auto habt, nur Müllauto, und wollt in der Lobby mal umherfahren und wollt ein Auto in eure Nähe, dann könnt ihr hier über Mich Beka ein Auto anfordern. Ja, man kann kochen noch ein Auto über Mich Beka anfordern. Hier sind die Autos keine Auswahl. Es gibt echt verschiedene Autos keine Auswahl. Echt verschiedene Autos gibt es keine Auswahl. Und ihr müsst noch nicht mal irgendwas dafür berichten, ihr müsst eben nur Penkoch dafür haben. Mehr müsst ihr nicht haben. Dann geht ihr hier rauf, probier ich hier. Und dann haben wir hier das schöne Auto, was Mich Beka und jetzt vorbeigebracht hat. Ich muss gar nicht Auto geht eigentlich. Dafür gar kein Kochen noch, gar von Kochen noch anfordern konnten. Und gar Auto kann, aber die Auto von Mich Beka könnt ihr nur in der Lobby verwenden und dann woanders nicht. Und ich sag vor ein Kochen logisch Auto. Ist gar kein ein geiles Auto, muss ich sagen. Das Auto könnt ihr aber nur in der Lobby fahren. Und das könnt ihr in der Lobby gegenüber Mich Beka anfordern, wenn ihr einen Penkauf berichten könnt. Das könnt die Vorteile. Jetzt gucken wir mal, kann der Auto wach oder nicht? Ach, muss ich sagen, das Auto hat gepanzerte Reifen. Also, das ist mal ein Vorteil, dass das Auto gepanzerte Reifen hat. Auto hat gepankerte Reifen und ich habe mich auch gepankert. Nein, ich habe mich natürlich nicht gepankert. Was natürlich schade. Natürlich hätte ich Auto auch keine F-Bogung auch. Also, das Auto ist sofort kaputt, wenn jemand Raketen aufgeschickt. Aber natürlich gepankerte Reifen ist schon mal ein Vorteil. Wo ich finden muss, die Auto von der Spega kommen auch gut in Gange. Und man muss damit keine Kaffeefahrt machen. Die Auto kommen gut in die Hände von Mich Beka. Man kann gut in den Lobby damit umherfahren. Und man kommt damit von A nach B, also von daher. Das finde ich einfach nur Highlight. Aber das waren nicht alle Vorteile, die Mich Beka noch biegelt. Es gibt noch einen hammergeilen Vorteil. Den wollte ich euch jetzt auch noch keinen. Habt ihr keinen Bock alleine zu fahren? Ihr habt wirklich keinen Bock alleine zu fahren? Na, dann ruft einfach mal Mich Beka an, wenn ihr einen Penkauf habt. Habt ihr einen Penkauf, ruft Mich Beka an. Ihr wollt nicht alleine fahren, ihr habt keinen Bock alleine zu fahren. Ihr wollt euch überall gefahren machen. Dann geht auf Mich Beka und fragt euch eine Limo an. Und ihr wollt gehen, weil die Limo ist auch gemacht, ist eigentlich auch fair dabei. So, wir gehen jetzt hinten ein. Ich gehe da vorne, ich gehe auf fair und wir gehen hinten, guck ich da hinten, genau. Und jetzt gehen wir auf die Karte und quälen und jetzt ein Ork auch wobei hin wollen. Ich in meinem Fall nehme ich einfach mal die Spielhalle.
Man kann aber auch einen Einkaufswagen aufwählen, man kann alles aufwählen. Ihr müsst gerade nur markieren und dann geht ihr auf Loch fahren, geht ihr auf ich und dann fahrt ihr Opa Loch. Und komm, fahrt ihr Opa euch kurz Bierhalle und ihr müsst nicht alleine fahren. War schon Highlight, muss ich sagen. Das ist richtig Highlight. Man kann sich einfach mit dem Limo umherfahren, lachen und gar, es kocht noch. Habt ihr einen Pennkauch? Ist ganz wunderbar. Könnt ihr euch umherfahren, lachen mit der Limousine und gar, es für euch kein Kochen noch. Ihr müsst gar kein Geld, ich kann bezahlen. Und wer wollte mich komm mal mit dem Limo in Loch Hankoch umherfahren und nicht alleine fahren und ich einfach überall hinfahren lachen? Wer wollte mich komm mal? Also ich kennt mal, jeder von euch wollte ich war umherfahren lachen. Und da könnte ich Helke auch an, wenn ihr Feuer anhalten wollt, wie ich. Könnt ihr einfach und dann Helke Feuer an und gucken könnt ihr auch geil. So. Und der Opa angehalten und wir könnt abhauen, wenn wir wollen hier. Und wir müssen kein Geld bezahlen, weil ich hoffe davon gar gericht. Ja, ich gehe egal, wie ich muss kommen, wir haben einen Kochen bezahlen. Ja, ich danke Keuer, wenn ihr alle Unternehmen habt. Ihr geht egal hier, wie ich meine Kochen bezahle. Ich habe alle Unternehmen und ihr geht gar nicht, ich hier bin ich Keuer. Wenn ich alle meine Kochen gecken muss. Ja, ich koche alle Haufen Geld, wie egal geht. Alle Unternehmen, alle kochen Geld. Habt ihr eben gegen alle Money, Money, Money. Aber ein Vorteil gibt es noch. Man könnte kann über den Speaker auch einen Job anfordern. Man muss sich aber gar für euch VIP anmelden oder euch Mokoga Gruppe gegen. Dann ruft man beim Speaker an. Und fordert sich einen Job an. Hi, what do you need? Geh gegen oben rauf und kork euch einen Job an. Okay. Aber ich muss gar nicht, die Job lohnt ich mich Geld mich, ich gebe viel, ich komm wenig Geld. Aber wenn ihr natürlich viele Carino gekonnt haben wollt, dann lohnt sich das natürlich für euch, weil ihr bekommt damit auch Carino gekonnt. Und damit könnt ihr natürlich in Carino gang schocken. Also von daher, Leute, lohnt sich. Ungefähr pro Job bekommt ihr ungefähr mit Geld und gekonnt bekommt ihr ungefähr 25.000 pro Job. Ist nicht so viel 25.000, aber naja, besser als gar nicht. Bei Carino gekonnt könnt ihr einkaufen und natürlich bekommt ihr noch Geld dazu. Und in der ganzen Brücke 25.000, was ihr pro Job bekommt, was ihr mal ein bisschen weniger machen könnt. Ich hoffe, mein Video war hilfreich, hat euch weitergeholfen und jetzt wisst ihr, ob ihr euch ein Carino Pennkauch kaufen wollt oder nicht. Ich hoffe mal, ich habe euch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wow, wow. Schreibt mal einen Kommentar, was ihr als nächstes gegen wollt in GTA 5 Online.